Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar ist heute DM-Box-Zeit. Und zwar ist ja jetzt der 2. Juli und Anfang des Monats kommt ja immer die DM-Box. Und ich war letzte Woche schon mal dort und habe mal nachgefragt, weil ich dachte, vielleicht habe ich ja Glück und die kommen schon vorher. Aber war natürlich nicht der Fall, die war nicht da. Und jetzt war ich heute bei DM, weil ich ja wieder Sachen für die Kleine gebraucht habe, Windeln und so weiter. Und dann habe ich nachgefragt und also die wissen ja manchmal wirklich nicht darüber Bescheid. Als ich letzte Woche an der Kasse gefragt habe, meinte die Verkäuferin, DM-Box? Was ist das? Kenne ich nicht. Und dann habe ich zu ihr gemeint, sie arbeitet schon bei DM, oder? Und dann meinte sie, ja, warum? Und ich nur so. also die kannte das überhaupt nicht. Dann habe ich ihr das ganze System und Programm so ein bisschen erklären müssen. Und dann meinte sie auch, was? Oh, das ist ja nicht schlecht. Und darf man sich die Produkte aussuchen? Und ich so, nee, das wird so zusammengestellt. Und ja, naja, da dachte ich mir schon meinen Teil. Also irgendwie ist es noch nicht so ganz bekannt. Und eine E-Mail habe ich auch noch nicht bekommen. Ich bin gespannt, wann ich die bekomme. Letztes Mal habe ich sie ja auch einen Tag später bekommen. Also auf jeden Fall ist ja auch egal, habe ich heute gefragt. Und die hat dann wieder eine Kollegin gefragt, weil irgendwie wissen die nicht immer so darüber Bescheid. Whatever, ich habe sie bekommen und habe sie dann daheim ausgepackt. Ich habe heute schon bei Instagram ein Foto gepostet gesehen und habe gedacht, oh shit, ich will es überhaupt nicht sehen, weil es ist ja nicht so über der Glossybox. Da kann ja sein, dass da gucke ich mir die Fotos schon an, weil es sind ja immer unterschiedliche Sachen drin und da weiß man ja nicht genau, was man bekommt. Aber bei der DM-Box ist es ja so, dass immer das Gleiche drin ist. Und das Erste, was ich gesehen habe ich mir gemerkt und wusste ich dann, weil es war irgendwie nicht zu übersehen, weil es so oben drauf lag. Und naja, okay, also ein Produkt kannte ich dann schon, aber wirklich nur eins. Und von daher, naja, war es okay. Dann habe ich die jetzt abgeholt und hier ist sie. Der große Karton, den habe ich schon wieder, der liegt noch vorne in der Küche. Ist ja auch egal. Also das ist sie. Spiegelt jetzt hier so ein bisschen, weil ich sitze hier jetzt vorm Fenster, weil es jetzt schon wieder Abend ist und ich hier noch etwas nicht habe. Also so sieht sie aus. Ihr wisst ja, ich habe euch ja den Vergleich zur Glossybox schon mal gezeigt. Ich finde sie sehr groß und sie war auch wieder sehr schwer. Und ich habe sie dann daheim aufgemacht und dachte nur, wow. Ich war begeistert. Das Erste, was mir aufgefallen ist, also das ist natürlich DM-Lieblinge, so heißt ja die Box, dieser Zettel. Den zeige ich euch dann gleich, wenn ich euch gezeigt habe, was drin ist, beziehungsweise lese euch vor, um was es geht. Das Erste, was mir aufgefallen ist, es lag was oben drauf. Und dann dachte ich an die Glossybox. Ich meine, die beiden Dinge gehören ja, denke ich mal, nicht zueinander, aber sie ähneln sich doch sehr. Ich finde, rein vom Design von der Box her, mit diesen Punkten auch innen drin, dann ist ja, ich habe es jetzt leider schon weggeworfen, weil ich die Produkte jetzt schon rausgeholt habe, das Seidenpapier drin und das Schleifchen drin und der Aufkleber, wo das Seidenpapier zuklebt, ähnelt sehr der Glossybox. Und das, was ihr jetzt hier oben drauf gesehen habt, ist eine Stofftüte. War ja auch in der letzten Glossybox drin, ne? Da war auch so eine Stofftüte drin, eine Bio-Stofftüte sozusagen, Bio-Baumwolltasche. Genau, da steht nämlich auch dabei, dass die 2 Euro kostet. Ich denke mal, dass es die jetzt vielleicht in Zukunft auch bei DM geben wird. Da gibt es ja auch Baumwolltaschen und auch die großen Taschen, die ich auch habe aus Plastik. Die sind ja aus Pfandflaschen hergestellt. Und ich denke mal, dass es die auch jetzt zukünftig im DM geben wird. Hier steht auch drauf, auf dem Ding, hier bin ich Mensch und DM. Ich finde die sogar noch viel süßer wie die von Glossybox. Gut, bei Glossybox ist ja das Logo drauf, aber die ist ja pink, ne? Verfälscht jetzt gerade so ein bisschen, aber die ist richtig, richtig pink und ja, ist nicht so groß, aber ich meine, umsonst so eine Stofftasche finde ich ganz cool. Die schmeiße ich dann gerne mal ins Auto oder so hier, ne, ganz klee gemacht in die Handtasche oder so oder ins Auto. Von daher finde ich das cool. Ich habe nichts dagegen, so kleine Goodies an Stofftaschen und so dabei, finde ich ganz cool. Aber wie gesagt, ich dachte mir einfach nur, es erinnert mich doch leicht an die Glossybox. Aber egal, ich finde sie natürlich besser wie die Glossybox und viel günstiger.
weil, um euch das ja nochmal zu sagen, sie kostet ja nur 5 Euro im Monat und es sind 6 Produkte drin und es sind immer, jetzt habe ich den Rico getreten, der liegt auch immer direkt vor meinen Füßen und jo, mein Schatz, der mag auch mal wieder ins Video, oder? Muss ich da reingucken, da rein. Toll, jetzt hat er gerülpst, weil er gerade gegessen hat. Bei der DM-Box finde ich natürlich das Tolle, dass es nur Originalprodukte sind, weil beim DM gibt es ja so an für sich keine Proben zu kaufen, ja? Außer natürlich in diesem kleinen Regal, okay, aber es geht ja wirklich bei der DM-Box rein um Originalprodukte, was ja bei der Classic Box nicht so ist. Da sind ja eigentlich hauptsächlich kleinere Produkte dabei oder Probegrößen halt dabei. Und das ist nicht der Fall. Das sind nur Originalgrößen und es ist natürlich auch noch viel, viel billiger mit den 5 Euro. Und soweit ich weiß, sind die ersten 3 Monate jetzt erstmal so Testmonate. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, was nach den 3 Monaten passiert. Ich habe gehört, dass nach den 3 Monaten die Abos wieder rückgängig gemacht werden. Und dann auch neue Leute die Chance haben, sich wieder anzumelden. Oder die alten natürlich auch wieder, aber muss sich einfach von neuem wieder registrieren. Ich weiß es aber noch nicht. Das ist jetzt die 2. Wir warten mal noch einen Monat ab. Sobald ich irgendwas weiß, sobald ich irgendeine E-Mail bekomme oder ein Newsletter oder irgendwas lese, mache ich ein extra Video für euch, dass ihr euch vielleicht anmelden könnt und die abonnieren könnt. Weil ich habe ja unter dem letzten Video gelesen, nicht nur bei euch, auch unter anderen YouTubern, dass es natürlich sehr, sehr viele haben wollen. Und es gab hier aber nur ein Kontingent von, ich glaube, 5000 Boxen. Und ja, also sobald ich irgendwas weiß, sage ich auf jeden Fall Bescheid. Mache ich ein extra Infovideo für euch, weil ich weiß, wie viele sie haben wollen, was ich auch berechtigt finde, weil ich finde sie auch wirklich gut und ich kann sie auch wirklich, wirklich, wirklich jedem empfehlen. Und das mache ich bei der Glossy Box eigentlich nicht so, weil ich nicht so 100% davon überzeugt bin, auch wenn ich sie noch habe. Aber diese Box finde ich super. Aber genug gelabert. Wir kommen jetzt mal zur Box und den Produkten. Ich fange mal mit dem ersten Produkt an, und zwar das, wo ich auch heute Mittag auf dem Foto schon gesehen habe. Und zwar ist es ein Spüli. Ein Spülmittel. Ich meine, ich habe natürlich einen eigenen Haushalt, kann das natürlich sehr, sehr gut gebrauchen, weil Spüli kauft man immer, also ich zumindest. Und klar, wenn ihr jetzt noch daheim wohnt oder so, schenkt es der Mutti oder dem Papi, irgendeiner wird schon spülen bei euch daheim, ne? Und finde ich cool, das ist auch irgendwas Neues, weil da neu drauf steht. Es ist ja immer so bei der DM-Box, dass, ich glaube nicht alle, aber manche Produkte davon sind eben neue Produkte, die jetzt neu ins Sortiment kommen, die man einfach schon so einen Tick früher oder so zur gleichen Zeit dann eben bekommt. Ich habe ein Produkt, das zeige ich euch auch und sage auch was dazu. War ein Zufall gewesen. Aber das finde ich halt ganz cool und es ist jetzt auch ein neues Produkt, und zwar ist das von Fairy. Ein Ultrakonzentrat, verbesserte Formel. Ultra-Fettlösekraft, selbst in kaltem Wasser, steht hier oben drauf. Ne? Das kostet 1,35 und es ist ja ein Originalprodukt, das sind ja 450 Milliliter drin. Ne? Finde ich cool. Ich meine, Spülmittel hat jetzt nichts mit Beauty zu tun, aber das ist eben das Ding von DM. DM führt eben auch Haushaltsprodukte und Putzmittel und sonst was, und in dieser DM-Box ist einfach alles drin. Da gibt es kein Fragebogen oder wie so bei der Glossy Box, dass man sich selber das zusammen kreiert, was man will, sondern jeder bekommt das Gleiche und jeder bekommt was aus dem gesamten DM-Sortiment. Ob das jetzt Männer ist, ob das Frauen ist, ob das für Jugendliche ist, ob das für Ü40 ist und ob das jetzt mal ein Putzmittel ist. Ist egal. Aber ich finde, man kann mit allem was anfangen, wenn man es dann den Eltern gibt oder irgendwelchen Freunden oder Bekannten oder Partner oder sonst irgendwas, dann verschenkt man es eben halt, wenn es jetzt für einen Mann ist oder irgendwas. Aber das finde ich einfach das Coole daran. Also ich sage euch später noch den Gesamtwert von der Box, aber das war jetzt wie gesagt 1,35. Dann machen wir weiter mit einem Shampoo, und zwar vielleicht kennen das einige von euch, und zwar ist das von L'Oreal, das Ever Pure. Farbpflegesystem ohne Sulfate, botanische Öle, Rosmarin, Wacholder, ohne Austrocknen, schützt koloriertes Haar und repariert die Haarfaser. Das sieht so aus, ist ein Originalprodukt, natürlich auch, mit 250 Milliliter.
Und das war in der, ich glaube, vorletzten Glossybox von mir gewesen. Und ich liebe dieses Shampoo. Ich liebe es. Es ist natürlich jetzt ein Zufall, dass es auch in der Glossybox war. Keine Ahnung. Aber ich liebe es. Ich habe sogar danach, weil ich benutze es auch immer noch, weil ich benutze mehrere Shampoos so gleichzeitig zurzeit und ja auch noch das Big von Lush, so ab und zu mal im Wechsel. Von daher ist das jetzt fast leer, fast. Ich denke, es reicht noch für einmal Haare waschen vielleicht. Und aus dem Grund, weil es schon leer war, oder fast leer ist, habe ich so vor 2-3 Wochen im DM danach gesucht, weil ich wusste nicht, ob es das bei DM gibt. Und es ist ein recht teures Shampoo, das kostet 6,95 und habe danach gesucht und habe es noch nicht gefunden und dachte, doof, es gibt es nicht im DM, dann wirst du es dir wahrscheinlich auch nicht nachkaufen, weil ich bestelle sowas auch nicht im Internet oder ich suche es auch nicht groß in irgendwelchen Friseurartikelbedarfläden oder so, da kaufe ich einfach wieder mein anderes Shampoo und gut ist. Aber jetzt ist es hier dabei gewesen, das heißt, es gibt es jetzt zukünftig bei DM. Wie gesagt, es ist nicht billig, es kostet 6,95, ja, also es ist kein günstiges Produkt, aber ich finde es super. Es wird auch in mein nächstes Favoritenvideo, wird das mit reinkommen, weil ich es super mag. Meine Haare haben sich super angefühlt, super weich, glänzen auch viel mehr und ich mag das einfach. Also ich finde das super, das kann ich auch nur empfehlen. Wie gesagt, ist nicht so billig. Aber ja, das ist mit dabei gewesen. Dann ist mit dabei gewesen von Balea, vom Beauty Effect. Da hatte ich mal eine Augencreme davon. War ich nicht so begeistert. Das lag aber an der Textur eher. Darüber kann ich jetzt nichts sagen. Und zwar ist das eine 25 Stunden T-Zonenpflege. Poren verfeinert mit Hyaluronsäure. Sofort Matt-Effekt. Okay, also das ist eine mattierende, porentief reinigende Creme für die T-Zone, falls die fettet. Ich meine, ich habe sehr trockene Haut, meine T-Zone hier fettet eigentlich nicht, aber mal gucken. Vielleicht verschenke ich sie auch oder ich werde es mal probieren auf jeden Fall. Hyaluronsäure verbessert den Feuchtigkeitshaushalt nach der Reinigung morgens und abends auf die T-Zone. Wie sieht das aus? Ist natürlich auch ein Originalprodukt, 30 ml, das sieht so aus, so einen kleinen Pumpspender nehme ich mal an. Okay, ist so leicht hellblau, könnt ihr aber bestimmt nicht sehen und ja. Riecht ganz gut, riecht sehr frisch, riecht ein bisschen wie so eine Männercreme, also so ein bisschen parfümiert, aber riecht ganz gut. Und die mattiert jetzt, naja, ja doch, wenn man sie ein bisschen einarbeitet, ich hatte ein bisschen viel, glaube ich, für die Stelle, mattiert ein wenig. Naja, kann man jetzt keinen Unterschied sehen? Naja, ein bisschen. Also ich sehe es ein bisschen. Aber gut, wenn man vielleicht eine fettende T-Zone hat, ist es ja, vielleicht ganz gut. Und die kostet 3,95. Dann haben wir noch eine Creme und zwar von Sebamed. Da war letztes Mal ja ein Duschgel mit dabei. Das war so Crepe-Fruit. Das fand ich auch ganz gut. Das habe ich auch schon leer gemacht. Das fand ich ganz gut. Und das hier ist jetzt medizinische Hautpflege, ist das ja. Macht die Haut glatter und geschmeidiger, pflegt empfindliche und problematische Haut. Dermatologisch empfohlen, eine schützende Creme mindestens einmal täglich, auch als Make-up-Grundlage geeignet, zieht schnell ein, seifenfreie Gesichtsreinigung mit Sebamed. So, ja, hört sich auch ganz gut an. Eine reichhaltige Öl-in-Wasser-Emulsion, speziell für die Bedürfnisse empfindlicher Haut. Ist so ein Tegel, 75 ml. Rieche ich da dran, also noch Alufolie drauf. Aber ich muss immer alles aufmachen, ne? Leute, ihr wisst es ja, ihr kennt mich. Ich muss immer alles aufmachen und immer an allem riechen. Ich benutze es ja eh, ich muss es ja eh aufmachen. Und Cremes, ihr kennt mich, ihr wisst es auch schon von der Glossybox. Ich mag Cremes. Ich liebe es, wenn irgendwo Cremes mit dabei sind. Erst recht so große Tiegel. Ich meine, wenn man sowas geschenkt bekommt und die auch noch gut ist und dafür kein Geld ausgibt und ich habe keine feste, so richtig feste Tagespflege, die ich immer nehme, von daher, die riecht auch ganz angenehm, muss ich sagen, auch sehr frisch, nicht zu stark und zieht sehr schnell ein, muss ich sagen, wirklich sehr schnell, also ja,
Bin ich mal gespannt, wie sich die auf dem Gesicht anfühlt. Werde ich heute Abend vielleicht gleich mal ausprobieren nach dem Abschminken. Ich habe zwar jetzt, glaube ich, gerade 3 Cremes, die ich benutze, weil ich alle gerade toll finde, aber egal. Ich bin da nicht so, ich habe auch eigentlich keine empfindliche Haut. Ich habe nur ein bisschen trockene Haut, also ich brauche nur ein bisschen Feuchtigkeit. Und ansonsten habe ich eigentlich keine problematische Haut, deswegen kann ich auch da jeden Tag eine andere Creme nehmen. Meine Haut, ja, verzeiht mir das, also da habe ich keine Probleme. Finde ich gut, riecht gut. Dann haben wir noch einen Nagellack und zwar von L'Oréal Paris, Colorich Le Vernis oder wie auch immer. Der Nagellack mit integriertem Topcoat und einer riesigen Auswahl an 33 aufregenden Farben. Bis zu 3-mal glänzender, bis zu 10 Tage Halt und einer von 4 Nagellacken. Und zwar ist da nämlich drauf, da könnt ihr es sehen, da sind 4 Farben abgebildet, die dabei sind. Und ich habe jetzt die Farbe 701 Midnight Mistress. Und das ist, sieht so aus, die Flasche. Und ist ein sehr, 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 sehr dunkles Lila, würde ich mal sagen. Also es sieht fast schwarz aus. Ist schade, weil ich habe von soll. Ach nee, das ist ein ganz dunkelblau. Jetzt, wo ich es aufmache, sehe ich das erst in der Flasche. Seht ihr das durch das Glas schimmern hier oben? Es hat vorhin irgendwie lila ausgesehen. Aber hier oben sieht man es durchs Glas schimmern. Vielleicht könnt ihr das sehen. Ein ganz, ganz dunkles Blau. Ich swatch mal wieder auf der Werbung, wie letztes Mal auch hier. Aber ich glaube, das könnt ihr jetzt schwer sehen. Blau, naja. Ein richtiges dunkles Blau. Ja, so, ich sag mal, so ganz, ganz dunkle Nagellacke sind irgendwie nicht meins, weil wenn ich was Dunkles benutze, dann meistens schwarz. Aber so ganz dunkel lila und ganz dunkel blau trage ich sehr, sehr selten, weil wenn dann schwarz, oder bunt, aber so ganz dunkel eigentlich nicht. Ich werde mal überlegen, was ich damit mache. Ob ich ihn benutze oder nicht, oder vielleicht verlose ich ihn auch irgendwann mal, oder ich verschenke ihn, oder ich überlege einfach mal. Der kostet 4,95. Ich hätte lieber so eine andere Farbe gehabt. Da ist noch so ein cooles Grün dabei, so ein metallisches. Aber naja gut, man darf sich ja nicht beschweren, ne? Weil die Box ist wirklich... Sorry, 1A bisher. So, das war das 5. Produkt. Das letzte Produkt, das ist eben der Witz gewesen. Und zwar, ihr wisst ja, ich bin ein Labello-Junkie, leider. Benutze zwar auch andere Lippenpflege und ich benutze auch Lippenstifte natürlich sehr gern, aber so daheim und im Bad, auf dem Nachttisch, auf dem Schreibtisch, überall steht irgendwie ein Labello, weil ich über Tag das einfach immer brauche, dieses Gefühl. Ich weiß, vielleicht ist es auch eine Sucht und es ist auch vielleicht nicht gut für die Lippen, aber ist mir egal. Wollte ich mir heute wiederholen, ich hole mir ja immer die blauen. Und dann stehe ich vor dem Regal und habe gesehen, dass es von Labello einen neuen gibt. Und zwar heißt der Repair and Beauty. Und das ist so ein Stift, der ist leicht im Rosé-Schimmer und hat in der Mitte aber nochmal so einen weißen Steg drin, der so pflegende Inhalte wohl hat. Kennt ihr das? Also so in der Mitte nochmal so weiß, also zweifarbig quasi. Und dann habe ich gedacht, okay, der kostet 2,45, ist teurer wie der andere, aber es ist halt neu und er soll auch super pflegend sein, einen leichten Schimmer. Nimmst du den mal mit? Den habe ich mir sogar zweimal mitgenommen und habe ihn auch sofort ausprobiert im Auto. Ich bin dann halt so, muss ausprobieren, vor allem weil meiner in der Handtasche halt leer war. Dann habe ich den gleich ausprobiert und fand den echt gut und habe halt zwei. Und dann mache ich hier die Box auf und was sehe ich da? Das. Weil es eben ein ganz, ganz neues Produkt ist. Und in der Box sind ja, wie gesagt, auch die neuen Produkte dann mit drin. Hier könnt ihr das sehen, hier oben auf dem Bild. Also hier in der Mitte, innovativer Pflegekern, repariert trockene und spröde Lippen. Und außenrum ist dann ein zarter Farbmantel, verleiht den Lippen einen rosigen Glanz. So sieht das aus. Und Rosé, ich finde den super. Der riecht total gut, so richtig so ein bisschen süß nach Vanille und... Der glänzt nicht arg. Also ich habe kaum was auf den Lippen gesehen. Kaum. Vielleicht einen ganz, 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 ganz leichten Schimmer. Aber mehr auch eigentlich nicht. Und ich finde ihn aber toll. Er riecht so gut. Ja, und jetzt habe ich halt 3. Aber ich meine, da ich sowieso voll der Labello-Junkie bin und ständig nachkaufe und vielleicht kaufe ich mir jetzt immer den anstatt den blauen,
Habe ich jetzt 3. So, und jetzt kann ich euch auch nochmal die Karte zeigen. So sieht es dann immer aus. Hier oben seht ihr das Shampoo, den Labello, die Creme, das Spüli, die Nagellacke und da unten die Creme. Und ich habe alles vorhin schon mal schnell mit dem Taschenrechner zusammengerechnet. Inklusive der Tasche, die ja hier auch mit 2 Euro abgebildet ist und hier auch einiges erklärt ist dazu. Und es dir ja, denke ich mal, auch in Zukunft zu kaufen gibt, rechne ich den Wert mal jetzt mit, sind es 28,60 Euro und ohne die Tasche 26,60 Euro. Also rein die Produkte, sage ich jetzt mal, wenn man das andere so als Goodie ansieht. Ohne die Tasche sind es 26,60 Euro, weil es sind 6 Full-Size-Produkte. Für 26,60 Euro habe ich 5 Euro bezahlt und ich meine, was willst du da sagen? Da kann man überhaupt nichts sagen und ich kann mit allem was anfangen, mit allem. Ich muss nicht mehr irgendwas hergeben. Da ist nichts für Männer dabei oder nichts, ja, also ich muss nichts hergeben. Ich kann alles gebrauchen, außer der Nagellack. Da bin ich am Überlegen, was ich damit mache. Also mal sehen. Vielleicht verlose ich ihn oder so. Ich muss mal gucken. Aber ist ja auch egal. Aber ich kann mit allem was anfangen und ich finde das wirklich toll. Wirklich toll. Und ja. Was soll ich sagen? Das war meine DM-Lieblinge und ich halte euch auf dem Laufenden auf jeden Fall, sobald ich irgendwas weiß. Aber ich denke mal, den nächsten Monat wird noch eine kommen. Vorher wird man einfach nichts erfahren. Und wenn diese 3 Monate rum sind, wird man wissen, wie es weitergeht. Und dann werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr die Box vielleicht auch habt. Wenn nicht, was ihr über die Box denkt, wie ihr sie findet, wie ihr die Produkte findet, ob ihr die Produkte kennt. Habt ihr schon was von den Produkten gesehen im DM oder habt ihr schon was gekauft oder was würde euch interessieren vielleicht zu kaufen? Und ja, dann würde ich sagen, meine Lieben, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Macht's gut, meine Lieben. Ciao.